Die Saison geht zu Ende und gefahren wird auf dem 5,554 Kilometer langen Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. In der ersten Kurve wird kurz nach dem 100 Meter Schild gebremst. Wenn man hier im Qualifying zu weit herauskommt, können die Runden ungültig sein und im Rennen kann es Verwarnungen geben. Die Kurven 2, 3 und 4 werden mit Vollgas durchfahren. In Kurve 5 kann man den Curb voll mitnehmen, wobei man dies in Kurve 6 vermeiden sollte. In der Haarnadelkurve ist es wichtig, die Traktion gut auf den Boden zu bringen und viel Schwung mit auf diese lange Gerade zu nehmen, welches die beste Überholmöglichkeit im Rennen ist. Für die folgende Linkskurve wird kurz vor dem 100 Meter Schild gebremst. Sie wird im ersten oder zweiten Gang durchfahren und der Curb wird leicht mitgenommen, gleiches gilt für Kurve 9. Hier ist es wieder wichtig, früh am Gas zu sein und viel Schwung mit auf dieses Folgerstück mitzunehmen. In den folgenden Kurven 11, 12 und 13 kann man die Curbs voll attackieren, allerdings sollte man aufpassen, denn man kann hier sehr leicht abkürzen und sich im Rennen sehr leicht Verwarnungen holen. Nun folgt eine kleine Vollgaspassage hin zu Kurve 17. Beim Anbremsen für Kurve 17 kann sehr leicht das vordere rechte Rad stehen bleiben. Der folgende Streckenabschnitt ist spektakulär. Man fährt unter einem Hotel hindurch und in Kurve 19 fährt man sehr nah an die Wand heran. Hier kann man sehr leicht hängen bleiben. Die vorletzte Kurve ist ein schneller Rechtsknick, in der man im Rennen nicht so weit herauskommen darf, da es ansonsten Verwarnungen gibt. Die letzte Kurve wird im dritten Gang durchfahren und die Curbs werden mitgenommen. Das war eine Runde hier in Abu Dhabi.